Hallo Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich habe mir Beauty-Geschmack geschnappt und wir sind jetzt hier am Zora-Pfad und begeben uns in Richtung Akala. Hier gibt es noch einige interessante Sachen, wo wir noch nicht waren und die wir uns anschauen wollen. Ich dachte mir, mit dem Pferd dürfte das ein bisschen angenehmer sein. Ich glaube, wir fangen gleich mal mit diesem Hügel hier an. Waren wir hier schon mal? Nein, definitiv nicht. Super praktisch jetzt mit dem Pfad des Helden. Richtig schön schauen, wo wir schon gewesen sind und wo nicht. Und müssen nicht mehr spekulieren, ob wir ein gewisses Gebiet schon betrachtet haben oder nicht und wo wir vielleicht was ausgelassen haben. Super coole Funktion. Schön, dass wir die jetzt endlich haben. Hier gibt's Feuerfrüchte. So wie Hyrule-Gras. Da vorne wäre direkt der nächste. Ja, wollen wir uns dieses Bili-Tal mal noch kurz anschauen, bevor wir weitergehen? Dann machen wir hier einen kleinen Schlenker. Kommen hier zurück und gehen zu unserem Pferdchen und dann schauen wir, was der Pfad für uns bereitet. Ich glaube, das ist tatsächlich am sinnvollsten. Haben wir nämlich diesen Berggipfel hier auch gleich mitgemacht. Ansonsten verpassen wir hier garantiert was. Und da unten wachsen noch mehr Früchte. Jetzt ganz schön viele Feuerfrüchte hier. Wow. Und das sind jetzt nicht die besten Früchte, aber sie sind ziemlich praktisch. Ist hier unten eine Insel? Nee. Das ist ein Gegnerlager, das schauen wir uns gleich an. Erst holen wir uns die Erinnerung vorne bei der Geoglyphe, würde ich sagen. Ich hätte mal wieder Lust auf ein bisschen mehr Story von der Vergangenheit. Und das liefern die Geoglyphen ja von daher. Zwar ganz leicht außerhalb des aktuellen Gebiets, aber hey, ich glaube, das ist okay. Schöne Kraniche. Den Baum hingehen, den schauen wir uns dann an, wenn wir die Karte haben. Aber das hier können wir durchaus jetzt schon machen. So, wo könnte hier die Drachenträne sein? Und meistens gibt es hier auch noch einen Krog bei den Geoglyphen. Hier ist schon was Tränenförmiges, aber das ist es dann wohl nicht. Ah, hier. Gleich daneben. Ich habe es mir einmal angesehen. Und ja, das Gerät stammt eindeutig nicht aus unserer Zeit. Dennoch, es könnte möglich sein, die Teleportationsfunktion auch hier zu aktivieren. Dürfte ich es noch ein wenig behalten und mir genauer ansehen? Ja, natürlich. Das wäre nett von euch, Minero. Danke, mein Kind. Also glaubt ihr mir nun endlich alles? Dass ich aus der Zukunft stamme? Daran bestand für mich nie ein Zweifel. Aber sag, Schwester, kennst du eine Möglichkeit, wie Zelda zurückkehren könnte in ihre Zeit? Es lag sicher an deinem Mysterienstein, dass du durch die Zeit reisen konntest. Steine wie dieser haben die Eigenschaft, die Mächte jener, die sie tragen, zu verstärken. Mit meinem etwa kann ich meinen Geist auf Wanderschaft schicken. Rauru hingegen vermag mit seiner Lichtkraft das Finstere zu bannen. Und Sonja
gebietet gar über die Zeit selbst. In dir, Zelda, spüre ich beides. Die Macht des Lichts und die Macht der Zeit. Der Stein scheint sich in erster Linie auf die Macht der Zeit auszuwirken. Die Macht der Zeit? Jedoch vermag er, deine Macht lediglich zu verstärken. Deine Fähigkeiten verstehen und kontrollieren, das musst du selbst. Das heißt, der Stein kann dir keinen Weg aufzeigen, den du nicht schon kennst. Alte Überlieferungen berichten von einem verbotenen Zauber, der sogenannten Drachenwandlung. Wer einen Mysterienstein schluckt, wird ein unsterblicher Drache, auf ewig befreit von den Fesseln der Zeit. Interessant. Das wäre für wahr ein Weg, um durch die Zeit zu reisen. Und du vermutest darin einen Ansatzpunkt zum Finden einer Lösung? Ja. Doch leider geht die Legende noch weiter. Wer einmal zum Drachen geworden ist, dessen Seele kehrt nie wieder zurück. Aus diesem Grund gilt der Zauber als verboten. Zwar ist es die einzig bekannte Methode, mit der man die Zeit überwinden könnte. Doch wozu sollte so eine Unsterblichkeit dienen, wenn man nicht man selbst ist? Verzeih mir. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. So kommen wir nicht weiter. Doch Moment. Des Rätsels Lösung liegt vielleicht in dir selbst verborgen. Du musst nur jede Facette deiner Macht ergründen. Sonja wird dir sicher gern dabei behilflich sein. Gut. Das war interessant. Wer einen Stein schluckt, wird zum Drachen. Und wir sammeln hier Drachentränen. Kann es sein, dass Zelda zum Drachen geworden ist? Und dass das ihre Tränen sind? Spannend, sehr spannend. Das hier dürfte dann wahrscheinlich der Krogstein sein. Na, machen wir wieder einen von euren kleinen Biestern hier. Okay. Sehr interessant auf jeden Fall. Ich fand auch die Maske, die da hinter dem ganzen Geschehen lag, ziemlich spannend. Was ist denn das? Sieht ein bisschen aus wie ein Knochen. Ich glaube, es ist sogar ein Knochen. Können wir den vielleicht mit einer Lanze oder sowas kombinieren? Mit so einem Wurfspeer? Dornenknochen, ja. Bringt nicht extrem viel, aber hey. Immerhin etwas. Ja, also die Maske da hinten sah sehr, sehr interessant aus, denn die hat für mich nach einer Eule ausgesehen. Und im Irrschloss wurden wir ja vom Herr der Eulen letztes Mal auf die Probe gestellt. Au, würdest du das sein lassen? Das tut weh. Blöder Idiot. Reicht's aber. So, du kannst auch gleich mal verschwinden. Blöde Idioten hier. So, also. Hier was bewacht oder seid ihr einfach nur am Picknieren hier? Ich meine, das ist ein hübsches Örtchen für ein Picknick, aber... Ich habe jetzt bei Ockwins nicht so den Eindruck, dass sich die für die hübschen Dinge des Lebens interessieren. Vielleicht enttäuscht. Also, ich würde sagen, diesen Kessel hier schauen wir uns noch an. Hier ist es Beletal, aber die Gebirge rundherum, die verschieben wir auf ein anderes Mal. Die gehören schon zum Todesberg dazu, glaube ich. Die machen wir dann, wenn es in die Richtung geht. Aber zuerst wollen wir nach Akala, ins Akala-Institut. Da soll das Teleportationsmedaillon auf uns warten.
das ist schon ein ziemlich cooles Stück Technologie, das hätte ich gerne. Das könnte im Prinzip, also wenn es so funktioniert wie in Breath of the Wild, könnte es überall platzieren und im Prinzip nach Belieben irgendwo einen Teleportationspunkt erstellen. Wir sind also dann nicht mehr nur fähig, zu den Schreinen uns zu teleportieren, sondern eigentlich überall hin, wo wir schon mal waren. Das ist ziemlich cool. So, hier oben könnte noch ein Krog sein, können wir vorstellen. Ich glaube, da hinten ist ein Transportkrog, der auf uns wartet. Nee, ist doch nur ein Stein. Okay. Aber hier war doch vorher noch ein Gegnerlager irgendwo. Haben wir das nur eingebildet? Da oben ist ein Stall. Das ist gut. Können wir da dann nachher Rast machen. Da müsste dann in dem Fall auch ein Schrein in der Nähe sein. Ja gut. Ich hätte schwören können hier. Ach, da vorne. Ist aber keine. Und hier ist noch was. Ah, okay. Einmal hier einen Kakuda-Auge, um den Kakuda zu killen. Also, ups. Hier wird immer noch den Chimärenbogen ausgerüstet, so wie es ausschaut. Ah. Augen, 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 Auge, Auge, Auge. Flup. Er hatte Feuerfrüchte hier. So, noch ein Schlag und dann war es mit dem Deppen hier. So, na gut. Habe ich den jetzt übersehen? Eigenartig. Na gut. Ein Kakuda-Auge und ansonsten ist hier, glaube ich, nicht wirklich viel. Gehen wir mal zurück zu unserem Pferdchen. Und machen uns weiter den Weg entlang in Richtung des Akala-Gebietes. Wir sind ja doch schon ein bisschen länger vor der Nase rumschwebt. Und du bist doch ein Händler, oder? Ja. Sag mal, junger Mann, willst du zu welchen Randel erkunden? Dort gibt es viele Höhlen und deren Wände sind gerne mal nass und rutschig. Ah. Aber da weiß ich ja, Bill, wenn du eine Medizin aus Klammerkröten trinkst, rutschst du weniger oft ab. Kann man brauchen, was? Übrigens handle ich so wenig mit Klammerkröten. Willst du es kaufen? Oh. Ja, die Pfeile nehme ich auf jeden Fall. Oh, ich habe nicht mehr viel Geld. Dann müssen wir erstmal was verkaufen. Wir haben ja genug Edelsteine, glaube ich, oder? Ja, hier Leuchtsteine können wir verkaufen oder auch unsere Topas haben auch ultra viele. Uns 2000 für. Hm. Hierfür kriegen wir ein bisschen weniger. Die Leuchtsteine brauchen wir sonst auch nicht für wirklich was, von daher. Ich glaube, das ist fair. Jetzt wieder genügend Kohle, um uns Dinge zu leisten. Sehr gut. Kaufen. Holzpfeilchen. Nehmen wir alle. Ja, und den Rest brauche ich eigentlich nicht, aber danke schön. Das Gewitter hätte ich jetzt nicht gebraucht. Da oben ist noch ein Schrein. Das ist der, den wir schon markiert haben. Okay. Sehr gut. Ich soll meine Waffe weglegen, zumindest die elektrische hier. Oder die metallische, nicht die elektrische. Hey Pferdchen, kommst du mal? So. So, jetzt lass dich nicht von einem Baum aufhalten, meine Güte. Hier gibt es ganz schön viele Rehe und generell Waldtiere. Wow.
Das war mal ein Baum. So, was ist jetzt hier? Die Lichtung sieht ja auch ein bisschen verdächtig aus, aber... Wirklich was zu sein scheint hier nicht. Ah, okay, der Stall ist da hinten und hier ist ein Krog, der unsere Hilfe will. Wohin willst du? Da oben. Okay. Ich meine, wir können uns hier ja durchaus was zusammenbasteln aus diesen Rädern, auf jeden Fall. So. Dann einmal drehen. Ja, das ist schon ziemlich gut. Jetzt brauchen wir noch eine Art Antrieb. Noch Rüstgras, das ist auch praktisch. Du kommst schon mal mit. Okay, also was haben wir denn als Antrieb? Könnten wir da... Der Automatiktransporter ist Quatsch. Aber was auf die altmodische Tour mit einem Ventilator. Okay. Das ist bedingt hilfreich hier. Also ich glaube langsam, die Umgebung hier ist nicht sehr förderlich für unser Gefährt. Gut, der will ja eh nur nach da oben, also... Das kriegen wir sogar noch ohne Fahrzeug hin. So, hier ist er ja schon. So. Danke, dass du meinen Freund gebracht hast. Dankeschön. Na, bitteschön. Pass halt mal ein bisschen besser auf. Also, dann schauen wir uns gleich mal diesen Vorsprung hier noch an. Der sieht sehr spannend aus. Das Gebiet darüber, das haben wir uns schon angeschaut, oder? Ja, doch, doch, da waren wir. Aber die Punkte hier, die haben wir ausgelassen. Die auf dem Dreipfad. Schauen wir uns unser Pferdchen hier, ist sich nicht verkrümelt und in der Nähe bleibt. Oh, hier ist noch ein Baum mit Wasserfrüchten. Nehmen wir mal mit. Könnte spannend und praktisch sein. Was ist denn hier oben? Eigentlich nichts. Es ist halt die Frage, sollen wir uns da den Stall schon mal holen? Wobei das eher ausschaut, dass wir jetzt da nachher zum Todesberg gehen. Ja, das ist das hier. Wir wollen eigentlich in das Gebiet zuerst. Also würde ich sagen, schnappen wir uns doch unser Pferd und machen das zuerst. Wo ist es denn eigentlich? Ach, hier unten. Weil zum Todesberg kommen wir noch früh genug. Erstmal Akala erkunden. Bei diesen ganzen heruntergefallenen Inseln sollten wir uns auch oben drauf kurz umschauen.
weiß nie, wo sich da was Gutes versteckt. Wenn es mit dem Deckensprung schon so einfach geht, dann warum nicht? Aber hier ist X. Demnach gehen wir wieder nach unten, schnappen unser Pferdchen und reiten weiter. Da können wir eigentlich schon fast drauf schauen, da scheint nichts zu sein, außer ein paar Elektrofrüchte. Und da vorne ist die Akala-Festung. So, gibt es hier auf diesem Plateau noch was Interessantes? Ja, also ich glaube, hier links geht's zur Festung und oder rechts geht's zur Festung. Stall von Süd-Akala und Südufer-Akala-See. Eigentlich sollten wir uns schon das hier zuerst anschauen. Ich denke, das macht mehr Sinn. Wir gehen nach rechts. Da oben ist übrigens der Elektro-Griok. Ist das ein Pfeil? Ist das ein Krogpfeil? Oh ja. Wahrscheinlich hier in der Mitte, oder? Jupp. Nice, nice. Aber den auch. Der hat aber 40 Krogsamen. Und da vorne ist auch ein Schrein, das ist gut. Ich würde gerne noch einen Schrein machen in dem Part. Hätte ich irgendwie Lust drauf. Der Abgrund, da haben wir uns da schon umgeschaut. Nee, da unten waren wir noch nicht. Jetzt hat die Frage, ob wir das jetzt machen wollen, weil... Eigentlich würde ich lieber... Ich glaube, das machen wir im nächsten Part. Ja, das machen wir im nächsten Part. Wir gehen erstmal nach da vorne weiter. Und schauen uns mal den See und den Fluss da an. Das kann man ein anderes Mal machen. Der Exerzierplatz ist cool, aber jetzt nicht so cool, dass wir den direkt machen müssten. So, hier nochmal kurz oben drauf schauen, einfach sicherheitshalber. Da vorne ist nochmal ein Monsterlager. Okay, von denen gibt es hier einige. Oh nein, Blutmond. Ich mag diesen Blutmond nicht, der ist so nervig. Hilft ja nichts. Wenn aber jetzt der Blutmond kommt, bringt es nichts, wenn wir die Idioten da umleben. Von daher. Kümmern wir uns erstmal um das Gebiet hier. Das ist auch echt cool, das gefällt mir. Da läuft ein Bockblind mit einer Lanze rum. Warte mal, da unten ist ja nachher dann auch, glaube ich, gleich diese Siedlung, die wir in Breath of the Wild geholfen haben, aufzubauen. Oh, und hier ist ein Schrein in der Nähe. Der Sensor schlägt an. Ob er wohl den da vorne meint? Nein, der ist ein bisschen zu weit weg, um gemein zu sein. Muss noch ein zweiter irgendwo in der Nähe sein. So, dann hier den Ivarok-Bohrer benutzen und den Idioten hier platt machen. Na komm her, du. Blödes, kleines Missvieh. Ein Rodonit-Stab. So.
Der Schrein reagiert, der Sensor reagiert hier nach vorne. Ja, mach weg. Wird der Magier jetzt auch wiederbelebt? Oh ja. Lass mich mal kurz eine Eisfrucht hier nach vorne nehmen. Was ist denn jetzt? Hier. Gut, also, da vorne ist der Turm. Ist das der von Akala oder? Ja genau, da unten ist diese Siedlung. Wir haben hier wirklich so eine Art Schienensystem aufgebaut. Das ist ein Kapselspender. Das sieht ja echt sehr spannend aus. Und zum Turm wollen wir ja sowieso. Jetzt stelle ich mir nur die Frage, wo ist der Schrein, der mir hier angezeigt wird? Und was macht mein Pferd da unten? Alter, das ist nicht dein Ernst. Beauty! Ja, es ist tot. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das überlebt hat. Oh Mann. Aber warte mal, ich sehe den Schrein da unten. Die Frage, wo ist hier der Stein, der hier reingehört? Bringe den Kristall, den das Licht zeigt, den Schrein da. Dann schenken wir dir ein Licht, das die Finsternis bannt. Okay, offenbar irgendwo da hinten. Dann gehen wir doch da mal in die Richtung in dem Fall. Kleine Planänderung. Sind wahrscheinlich da vorne bei den Gebäuden. Oder so. Ach nein, er ist tatsächlich da oben auf dem Dorf. Dann lass uns doch gleich mal hier das Dorf erkunden und vielleicht dann im heutigen Part einfach noch den Turm machen. Und dann kümmern wir uns im nächsten Part dann um die Erkundung dieser Gegend kümmern. Da oben ist nochmal so eine coole Insel. Hier ist ganz schön viel von diesen Glühwürmchen. Das hier gab es in Breath of the Wild nicht. Dummster Projektgelände. Okay. Sind Leiter abgestürzt, okay. Sind hier wohl die Steine abtragen, die ihm quasi auf den Kopf gefallen sind. Da oben ist das nächste Labyrinth, so wie es ausschaut. Wo ist die Verstärkung? Jo. Ist ja schon Nacht. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man sich auf die Arbeit konzentriert. Oh, ich hätte die Zentrale doch gebeten, Goron zum Helfen zu schicken. Ach, egal. Ich heiße Sanida. Ich bin der Vorarbeiter der Yonuba-Bautruppe, die vom Bauunternehmen Dumster beauftragt wurde, hier aufzuräumen. Dieses Projektgelände erregt recht viel Aufmerksamkeit. Man nennt es schon die Sonau-Schatzkammer. Nachdem wie vor vielen fallen Teile herunter. Das ist keine Zeit zu verlieren. Dumster? Mhm. Wie, das Bauunternehmen Dumster kennst du nicht? Wurdest du denn nicht zum Helfen geschickt? Tja, als Vorarbeiter der Yonuba-Bau bin ich zur Vertraulichkeit verpflichtet. Von mir wirst du nichts weiter erfahren. Yonuba-Bau? Was, nicht mal die Yonuba-Bau kennst du? Also wirst du auch nicht zum Helfen geschickt. Nordwestlich von dir befindet sich Goronia und die Yonuba-Bau ist... stopp! Als Vorarbeiter der Yonuba-Bau drüber, die hier für die Bauunternehmen Dumster arbeitet, darf ich nicht sagen. Ich schweige wie ein Grabstein. Okay... Also das alles hier gehört Dumster? Okay. An Google. Hey, du bist ein Reisender. Ich würde dich gerne einen Gefallen bitten. Ich habe gehört, dass in Goronia alles runter und drüber gehen soll. Es
Selbst meine Freunde bei der Juno-Bau haben die Arbeit komplett eingestellt. Wenn du das darüber weißt, sag es mir bitte, ja? Nee, tue ich leider nicht, tut mir leid. Also mit dem Corona passiert, wenn ich hier aushelfe. Ich kann vor lauter Sorge nicht schlafen. Ach, du armer Kerl. Ich würde dir gerne helfen, aber ich war noch nicht da, von daher werden wir das verschieben müssen auf später. Das hier sieht ja auch sehr spannend aus. Oh, da oben ist Coltin. Auch gut zu wissen. Wo steht hier so ein Fahrzeug? Wie ich schon sagte. Fahne da, was soll denn das? Wir sind den beiden Weg aus der Wüste angereist, weil du uns ein Fahrzeug wie kein anderes versprochen hast. Und das finden wir jetzt letztendlich vor und regt gleich einen Schrotthaufen, der sich nur in eine Richtung bewegt. Findest du das ja da lustig? Oh. Das war ein Missverständnis. Wie ich schon sagte, haben wir mit dem Bauunternehmen Dumpster zusammen. Wir konstruieren Fahrzeugprototypen aus Bauteilen und anderem Material, das ebenfalls vom Himmel gefallen ist. Ach, leider haben wir noch keine brauchbare Lösung für die Steuerung gefunden. Wir dachten, Profi-Rennfahrerinnen wie ihr hätten vielleicht eine Idee, wie man das Problem mit der Lenkung lösen könnte. Hä? Was für Bauteile bitte? Wir sind doch keine Mechaniker. Wir fahren die Rennwagen bloß. Oh. Und bei den himmelgefallenen Trümmern kann so ein Bauteil sein, das mit dem sie ein Fahrzeug lenken lässt? Zumindest bei den Sonabautern in Tabu-Rasa war nichts Geeignetes dabei. Ah. Ich bin auch noch da. Und überhaupt, diese Sudo-So-und-So-Bauteile stammen die nicht aus einer fernen Vergangenheit? Kann es ja nur alter Kram uns heute wirklich noch nützlich sein? Oh. Jetzt können wir schon mal hier, da könnten wir auch zusammen drüber nachdenken. Außerdem ist es natürlich für eine Rennfahrerin wichtig, dass ihr Gefährt gut kennt. Ich glaube, du hast mir vor langer Zeit mal beigebracht, Chabon. Na gut, wenn Paio nichts dagegen hat, soll mir also auch recht sein. Präzise Lenkung. Ja, ich meine, das lässt sich schon einrichten. Wo ist jetzt dieses, ich meine, Kapselspender eingetragen, aber wo ist der? Ah, da vorne. Vielleicht gibt es hier gleich Lenkstangen. Absolut erstaunlich. Ah, das ist hier das für dieses Bauwerk. Wenn man genau hinsieht, scheinen sich Objekte im Inneren zu befinden. Ich frage mich, wie man an sie rankommt. Dieses Bauwerk ist von ist zur Zeit des Kataklysmus vom Himmel gefallen, wo irgendwo sein Zweck besteht. Das kann ich dir gerne zeigen. So, ein paar Sonau-Energiekapseln hier. Ich hoffe, wir kriegen ein paar Lenkstangen. Das dürfte dann gleich beide unsere Probleme lösen. Einmal die Mission vorne, einmal die Mission hier. Oh ja, sehr gut. Wie? Das war das, da war das also drin? Ich hätte gedacht, dass sich jemand in das Bauwerk Sonabautel befinden würden. Hier, ich. Ist das wirklich nicht eine unglaubliche Entdeckung? Nicht nur hier in Tabu-Rasa wurde ein solches Bauwerk gefunden, sondern in Kakariko in Nekluda, südlich von hier. Und ein weiteres bei der Dik-Dok-Hängebrücke, dem Eingang zur Garuda-Region im Südwesten. Vielleicht unterscheiden sie sich darin, welche Sonderbauteile sie enthalten. Wir sind noch lange nicht fertig. Lass es uns auch die anderen beiden Bauwerke untersuchen. Doch zuvor sollte ich dir eine kleine Anerkennung dafür bereichen, dass du mir deinen Fund gezeigt hast. Ja, das wäre nicht nötig gewesen. Ich kriege ja schon was dafür. Aber in Kakariko, das liegt in Nekluda, südlich von hier, erforschen Wissenschaftler genau diese Pflanze. Solltest du mal danach fragen. Ah. Nun, ich setze meinen Weg jetzt fort und ich hoffe, dass wir uns auf unseren Reisen einmal wieder treffen. Gut. Ja, ein paar Ventilatoren waren auch dabei, das ist immer gut. Aber hier haben sich die Bauteile haben sich hier echt tief in die Erde gegraben teilweise. Spannend. Also, dann lass uns da mal ein Lenkelement draufsetzen. Und dann sind die hier happy und wir kriegen hoffentlich eine Belohnung. Ja. So. Das Fahrzeug ist ein Prototyp. Bitte nichts berühren. Moment mal.
Was? Unglaublich, das ist ja fantastisch, diese Form. Das Sonnenbartal ist definitiv eine Art Steuerung. Entschuldigung, mein Gefühlsausbruch, ich war einfach etwas überrumpelt. Mm. Bist du neu im Bauunternehmen Dumpster? Ich bin Fanada und betreibe mit der Firma Dumpster Forschung zu Sonnenbauteilen. Apropos, ich war so aus dem Häuschen, weil sich deine Sonnenbauteil wohl tatsächlich für eine Steuerung verwenden ließe. Ah. Zeigst du uns, wer dieses Sonnenbauteil so kann? Dieses komische Ding, da wirklich ein so riesiges Fahrzeug lenken kann? Ich glaube es erst, wenn ich es sehe. Und mit deinen Fachwörtern kannst du mich gar nicht imponieren. Ah, schnell, das will ich auch sehen. Na, wenn wir das jetzt machen, will ich auch unsere Ausrüstung verwenden, die ich für die Testfahrt vorbereitet habe. Sehen wir nochmal. Moment. Diese zwei Hebel nach oben und schwupp. Also wir sollen jetzt diese Lichtsäule abfahren, oder wie? Das ist die Testfahrt-Rennstrecke. Siehst du diese Lichter da? Die verschwinden, wenn du sie berührst. Berühre alle Lichter und fahr zurück zum Startpunkt, bevor die Zeit abläuft. Wenn du es schaffst, dann werde ich dieses Testfahrt als vollen Erfolg. Bisher waren wir nur in der Lage, direkt geradeaus zu fahren, aber wenn das hier klappt, tja, dann können wir endlich ein neues Vorbeugungsmittel fertigstellen. Ganz anders als ein schnöder Ballon. Oh, aber pass auf, dass du nicht das Sonarbauteil loslässt und dich zu weit von der Strecke entfernst. Dann bekommen wir nämlich nicht die Daten, die wir brauchen. Okay. Ja. Ich wäre soweit. Wenn ich dich also bitten darf, dich als Testpilot zur Verfügung zu stellen, ja, dann lass mal. Dann fangen wir gleich mal an. Begib dich gleich zum Fahrzeug, ja? Ja, gut. Spezion, denn ich erkläre noch einmal die Regeln. Du berührst alle Lichter und gehst zum Startpunkt zurück, bevor die Zeit abgelaufen ist. Aber achte darauf, dass du nichts von den Bauteilen löst und dich zu weit von der Strecke entfernst. Dann bekommen wir nicht die Daten, die wir brauchen. Jetzt spannend. Mal sehen, ob ich mich von deiner Technik noch was abschauen kann. Los, beeil dich. Na dann. Gut, das sind 3 Minuten, das ist ja ultra lange. Wenn ja, das Ding ist jetzt nicht ultra schnell, aber 3 Minuten ist gar nichts. Keine Hexerei. So, und zurück. Ja. Easy. Das ist wirklich kaum zu fassen, dass es so ein riesiges Gefährt so einfach gesteuert werden kann. Deine Technik hat was, das muss ich dir lassen. Da kriege ich selbst wieder Lust auf ein Rennen. Was meinst du, Paju? Jeder, der auch nur ein bisschen Rennfahrblut in den Adern hat, muss von dieser Darbietung begeistert sein. Nun komm endlich voran, ich habe noch einige Experimente mit dieser Maschine vor. Schließlich will ich herausfinden, wozu das Sonarbauteil fähig ist. Und natürlich willst du dabei mithelfen. Hier bekommst du auch schon mal eine Anzahlung aus dem Forschungsfonds. Okay. Willkommen in unserem Team. Ach, und wenn du willst, kannst du auch das hier haben. Ach, danke schön. Zum Nachtungsgutschein für die Stelle. Von hier aus liegt der Stall von Südakala am nächsten. Wenn du diesen Weg geradeaus folgst, kannst du ihn nicht verfehlen. Ich werde als sportliche Fahrer dich geschlaucht. Du solltest dich in einem ordentlichen Bett davon erholen. In der Zwischenzeit weckeln wir schon mal an unserem nächsten Vorhaben. Du darfst gespannt sein. Ja. So, das Fahrzeug ist fertig. Damit sind wir über die Phase Prototyp eindeutig hinaus. Also nehmen die Pläne für das große Tabu-Rasa-Rennen vor, Mann. Das war nämlich unser eigentliches Ziel. Also dann, bereiten wir mal eine Teststrecke vor. Ich höre nur Rennen und will mehr, auch wegen. Mehr will ich auch gar nicht hören. Wir sind dabei. Das große Tabu-Rasa-Rennen also. Da juckt es mich schon im Bleifuß. Na dann. Interessante Gegend hier. Das Tabu-Rasa-Projektgelände. Wir wollen im nächsten Part definitiv uns den Stein holen und davor wahrscheinlich noch den Kartografieturm, denke ich mir. Das machen wir dann alles im nächsten Part. Das hier scheint mir noch ein Krog zu sein, den wir besser markieren sollten, um ihn nicht zu vergessen. Und dann seid ihr hoffentlich das nächste Mal wieder dabei, hier in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bis dahin, macht's gut, habt einen schönen Tag und ciao, Leute!